Hartplatz. Ein paar Stunden können wir uns da schon einrichten. Die Bilanz auf schnellen Belägen eindeutig positiv für ihn. Nur ein einziges Mal hat er bei einem Hallenturnier gegen Sergi Bruguera verloren. Alle anderen Begegnungen gewonnen. Insgesamt die Bilanz 10:3 für Thomas Muster. Und jetzt gleich im ersten Spiel Diskussionen mit Bruno Rebeu, dem Schiedsrichter. Und Muster ist ja keiner, der sich Fehlentscheidungen widerspruchslos gefallen lässt. White, please. First service. Also gleich in den ersten Ballwechseln ein schöner Vorgeschmack darauf, was uns hier erwarten wird. Erstes Spiel in diesem Match. 1:0 Führung für Sergi Bruguera. Gleich ein turbulenter Start hinein. Sit quickly, please, behind the players. Also warten Sie darauf, wo Thomas Muster steht. Wenn Sie das vergleichen mit dem Thomas Muster noch vor 3, 4, 5 Jahren auf schnellen Belägen, kaum mehr wieder zu erkennen. Er steht an der Linie, nimmt die Bälle so früh als möglich, macht enorm viel Druck. 30-15. Auch viel am Aufschlag gearbeitet. Sergi Bruguera. Zu sehen, er bleibt 2 Meter hinter der Linie. First service. For service. Oh.
40-30. Auch der Österreicher lässt nichts anbrennen bei seinem ersten Aufschlagspiel. One game on. Sergio Bruguera hat ja hier viele überrascht mit dem Erreichen dieser dritten Runde, insbesondere mit seinem Auftritt gegen Michael Stich. Der war zwar gehandicapt, aber dass er 3-6, 2-6 und 4-6 Sergio Bruguera unterliegen würde, damit hatte man dann doch nicht gerechnet. Zweiter Spielgewinn für Sergi Bruguera. Thomas Muster noch etwas auf der Suche nach dem Return-Rhythmus. Die beiden haben vergleichsweise lange nicht mehr gegeneinander gespielt. Beim Hallenturnier in Essen im vergangenen Jahr war es, da gewann Muster 6-4 und 7-6. Die erste Begegnung der beiden datiert aus dem Jahr 90 in Adelaide auf einem ganz ähnlichen Belag. Damals der Sieger Muster. Auch Muster einer der Hauptdarsteller der Kontroverse der ersten Tage, was die Setzliste hier betraf. Er ist ja hier an Position 3 gesetzt, obwohl die Nummer 2 der Weltrangliste, aber unabhängig von seinen grundsätzlichen Bedenken gegen diese willkürliche Wahl der Setzliste, sagt er, ist ihm eigentlich egal, ob an 2 oder an 3, macht keinen Unterschied. Wenn man gewinnen will, muss man alle schlagen. Gem Muster.
von Breakmöglichkeiten. Waren wir bislang noch sehr weit weg. Ganz solide Aufschlagspiele. Mit größeren Überraschungen werden wir hier nicht rechnen müssen. Die beiden kennen sich viel zu gut, als dass nicht jeder vom anderen genau wüsste, was wann passiert. Die Frage ist, wer bringt am heutigen Abend hier sein Spiel besser, kompletter zusammen? Vielleicht muss der Erste, der einen Break schafft. Die erste Breakmöglichkeit hat jetzt Thomas Muster. Mal sehen, wie Ruggiero darauf reagiert, ob er wieder Surfvolley spielt. Schwer vorstellbar, nachdem der Erste im Aus ist. Dann haben wir das erste Break. Unglaublich viel Druck vom Österreicher. Der mit 3:2 in Führung geht. Er serviert hier zum Gewinn des ersten Satzes. Also ich weiß nicht, ob mich Thomas Muster gehört hat, ob man ihm signalisiert hat, er möge ein bisschen schneller spielen. Jetzt ging es dann doch ruckzuck. Noch nicht mal eine halbe Stunde, dieser erste Satz. Danach sah es vor 10 Minuten ganz und gar nicht aus. Mal sehen, wie Sergi Bruguera darauf reagiert. Thomas Muster ist ja mittlerweile bekannt dafür, ein paar Minuten, ein paar Spiele zu brauchen, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Jetzt scheint dies der Fall zu sein. Schauen Sie sich das an. Momentan absolut fehlerlos, absolutes Weltklasse-Tennis, was der Österreicher hier zeigt. Team 30.